Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Wir haben diese geheimnisvolle Nachricht von den Zombies erhalten. Und dann schauen wir doch mal, was sie sich heute wieder ausgedacht haben. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Ja, ich glaub nicht. Ich glaube, das wird euch nicht viel bringen. Es hat eben an der Tür geklingelt. Ach du Scheiße, das sind aber schon viele. Ich kann jetzt gerade nicht an die Tür gehen. Tut mir leid. So, wir haben hier geile Duplinatoren. Oh, eine Mine. Ich schau mal, was ich sonst noch so krieg. Ein Schnapper. Ist auch nicht schlecht. Noch so einer. Na gut. Damit werde ich erstmal fertig. Yay! Also ich mag ja so kleine Minigame-Level. Ja, hier. Der wird auch mit dem einzelnen Zombie, normalen, ohne Hütchen, fertig. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ganz viele Kirschbomben kriege ich auch. Das ist ja nett. Brauche ich aber jetzt noch nicht so unbedingt. Hier unten fehlt noch ein Angriff. Jetzt nicht mehr. Und um das noch ein bisschen abzusichern, machen wir das so. Das ist doch schön. Oh, noch ein Doppelter. Der ist natürlich auch ganz nice. Machen wir es mal so. Und dann versuche ich mal die anderen auch ein bisschen aufzuwerten. Mega viel Angriff. Gleich ist meine Reihe hier voll, aber ich hätte gern noch eine Pflanze, die schießt. Ich weiß nicht, wie viele da kommen. Also bis wohin ich eine Nuss setzen kann. Können wir mal hier so eine Mine hinsetzen. Für den Fall der Fälle, dass der Eimer-Zombie so weit kommt. So weit kommt's doch. Und da kommt noch ein Schnapper. Gleich kommt die erste große Welle. Was haben wir hier noch? Was zum Schießen? Da kommen Stabhochsprung-Zombies. Tja, jetzt ist jetzt die Frage, werden die voll. Aha, hier werden die, glaube ich, nicht voll fertig gemacht. Denn da war jetzt noch ein anderer Zombie im Weg. Okay, aber drei Pflanzen in jeder Reihe, das ist auch schon nicht schlecht. Ah, ob der das noch schafft? Oh ja. Ja, aber jetzt wird er voll fertig gemacht. Keine Frage. Ja, ob das so viel bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich würde lieber einen Schnapper dann dahinter setzen. Also, hier so einen. Oh, jetzt kommen ja noch mehr Pflanzen. So, ich mache einfach mal hier irgendwas. Ich bin vorbereitet, was auch immer da kommt. Hi, Mechthild. Und tschüss, Mechthild. Hier oben ist jetzt vielleicht so ein bisschen engstirnig gedacht gewesen. Bam, bam, bam. Aber hier unten geht es dafür jetzt umso mehr ab. Naja, hier oben werden die aufgefressen. Oder sie können erstmal eine Mine treten. Wenn sie wollen. Wenn sie bis dahin kommen. Aber muss man auch erstmal schaffen. Ich will jetzt auch ungern die Pflanzen wieder auspflanzen. Aber ich glaube eigentlich auch nicht, dass es doch noch härter wird als jetzt gerade. Und so wirklich hart ist es ja nicht. Zur Not habe ich hier noch so drei Cherry Bombs, die ich pflanzen kann. Also die Reihe hier, die geht ab. Die voll mit Pflanzen machen. Einfach mal Spaß machen. Na, tritt der immer dran. Da oben ist jemand reingetreten. Wow. Dann machen wir hier auch noch irgendwas hin. Ich hab's ja. Wenn die Pflanzen, wenn die Zombies gar nicht mehr bis dahin kommen, kann ich die auch abschießen. Sonst fressen sie halt. Ist auch egal. Oh, der könnte ein guter Kandidat dafür sein, dass er in die Mine tritt. Aber, weißt du, das macht gar nichts. Oh, der könnte auch in die Mine treten. Ach nee, da hüpft der drüber. Aber da wird er halt gefressen. Von meinem Schnapper. Ha, kenne ich gar nichts. Und der macht jetzt Bums. So, das wird Zeit für noch mehr Pflanzen.
So, und davor setze ich jetzt mal den Nuss. Und das könnte ich hier auch tun. Oh, da kommt schon der Stabhochsprung. Aber ey, der wird so fertig gemacht. Der hat gar keine Chance. So, jetzt dreht er da mal in die Mine. Hier könnte eigentlich auch mal jemand in die Mine treten. Fände ich gar nicht so verkehrt. Ach, weißt du was? Komm hier. Kaboom. Hat der gerade aufgefressen und da kommt schon der nächste Kandidat. Naja, dann ist die Pflanze wenigstens satt. Am Ende des Tages. Und jetzt kommt schon die letzte große Welle. Na, lieber Herr Gesangsverein, dann machen wir hier auch noch mal so ein bisschen Angriff. Man kann hier ganz vorne den Nuss hinsetzen, ey. Bums! Bums! Und Bums! Und da ist es auch schon geschafft. Yeah, boah, so viele Pflanzen, ey. Da ist der Garten voll. Oh, ich war gar nicht in meinem Zen-Garten und hab mir die neue Pflanze angeguckt, die ich bekommen habe. Oh, hallo Zeitungszombies und wir sind auf einmal im Nachtlevel. Es gibt Sternfrucht, Kartoffelmine und einen Hypnopilz. Das ist gar nicht so schlecht. Dave, da hast du dir aber was Schönes ausgedacht. So, ich muss aber ein Nachtlevel nur mit Tagpflanzen überleben. Tja, das heißt, mache ich das jetzt in diesem? Ich meine, der Zeitungszombie, der könnte mir gefährlich werden, aber in den nächsten Runden werden wahrscheinlich noch mehr blöde Zombies auf mich zukommen. Und zählt der hier eigentlich als Nachtpflanze? Das weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es hier überhaupt Grabsteine? Das weiß ich auch nicht. Dann versuche ich das doch hier mal. Den Hypnopilz, den benutze ich eh nicht. Also den benutze ich dann einfach nicht. Gucken wir mal, ob wir die aufwerten können. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Dann haben wir eine Sternfrucht. Wir könnten aber auch einen ganz normalen... Bis wir Melonen haben, das ist schon... Egal, ich probiere es einfach mal aus. Eine Nuss. Und dann ist jetzt schon meine Reihe fast voll. Das ist ja ungünstig. Also als erstes werde ich dann wohl Sternfrüchte pflanzen. Wobei die schießen halt... man kann nicht so genau sagen, wo die hinschießen. Und wir haben nicht so viel Sonnenlicht zum Anfang. Also vielleicht doch noch eine ganz normale Erbsenkanone. Gibt es irgendwas, was schießt und billiger ist als das? Und eine Tagpflanze ist? Nee, ne? Ja, komm, bevor ich's verkacke, ja, okay, ich könnte natürlich auch so etwas nehmen. Katapult. Nee, komm, wir nehmen nochmal die klassische Erbse. Ach, jetzt habe ich keinen Grafgasser. Na gut. So. Da. Der erste Zombie wird ja eh mit meiner Kartoffelmine fertig gemacht. Danke, Dave, dass du mir die vorgegeben hast. Die Frage ist nur, schaffe ich es? Also schaffe ich zwei Sonnenblumen zu pflanzen? Ich glaube nicht. Okay, hier unten. Ja, hier muss man jetzt ganz schön lange auf Sonnenlicht warten. Und ich habe keine kleinen Pilze, die nichts kosten, die ich schon mal hinstellen kann. Aber hey, wir lieben ja die Herausforderung. Mann, brauchst du lang. Ich glaube, ich muss gleich noch eine Kartoffelmine pflanzen. Aber ich würde, glaube ich, lieber erst noch eine Sonnenblume setzen, denn dann kriege ich auf jeden Fall mehr Sonnenlicht. Oh, oh. Klappt das? Weiß ich nicht. Wann gibst du denn Sonnenlicht? Bums. Oh, das dauert doch so lang. Komm schon. Jetzt. Und ich hoffe, ihr gebt jetzt ein bisschen schneller Sonnenlicht, sonst klappt das nämlich nicht mehr. Na komm schon, eine von euch beiden. Ah! Ich hoffe, du kommst doch rechtzeitig raus, kleine Mine. Komm, geh mal ein bisschen langsamer. Komm. Oh. Also da war das am Tag mit den Pilzen doch irgendwie einfacher, oder? Na? Hast du aufgefressen? Scheiße. Ja, das ist jetzt blöd. Muss jetzt mein Rasenmäher zum Einsatz kommen. Oh, die Kartoffelmehl brauchst du lang zum Aufladen. Komm schon. Halt auf. So, aber das muss jetzt klappen.
Ich wollte das Level jetzt nicht direkt nochmal neu starten, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg, ehrlich gesagt. Da kommen so viele Zombies. Wir haben so wenig Sonnenlicht. Und du frisst jetzt gleich da. Ach, das ist doch so verrückt werden. Nee, ich glaube, ich muss das nochmal neu machen. Den kann ich kaputt machen. Wie soll man das denn schaffen? Bitte. Wenn die Zombies immer dahin kommen, wo meine Sonnenblumen stehen. Wenigstens hast du noch Licht gegeben vorher. Rasenmäher! Vielleicht hätte ich mir diese Haken im Shop kaufen sollen, die dann die ersten Zombies erstmal platt machen. So, ich hätte jetzt eigentlich gerne mal genug Sonnenlicht für irgendwie eine Pflanze außer der Mine. Okay, eine noch. Damit nicht alle Rasenmäher ausgelöst werden. Ich glaube, ich versage. Ich glaube es irgendwie. Aber das muss doch gehen. Ich meine nämlich auch, dass ich das geschafft hätte. Ungünstig. Jetzt kommt da noch so ein Zeitungszombie. Also vielleicht. Ja, den könnte ich auch noch mit einer Mine weg. Ach, der da oben frisst ja dann schon wieder. Nee. Nee, nix da. Nicht meine Sonnenblume. Ich setze jetzt mal hier unten eine hin. Ihr könnt noch in die Rasenmäher. Nee, ich glaube. Nee, komm. Wir machen das nochmal neu. Und ich werde jetzt einfach die ersten Zombies in den Rasenmäher laufen lassen. Also ich hoffe dann mal, dass, dass keiner da langläuft, wo meine Sonnenblume steht. Aber es gilt, die Sonnenblumen zu opfern. Ah, ich habe jetzt auch keinen Matschkürbis oder sowas. Doof! Oder soll ich doch keine Wintermelone? Ja, komm, machen wir das mal so. Und jetzt habe ich wieder den Grabsteinfresser vergessen. Egal. So, ich hoffe, der erste Zombie kommt nicht hier oben. Sonst muss ich doch meine Kartoffelmine auspacken. So, auf jeden Fall habe ich dafür schon mal Sonnenlicht parat. Und wo kommt der erste Zombie? Da unten. Ja, du kannst gerne in den Rasenmäher reinlaufen. Das ist mir jetzt egal. Ich brauche nämlich mehr Sonnenlicht, mehr Sonnenblumen, die dann noch mehr Sonnenlicht produzieren. Und du bist mir total egal. So, guck mal, ich könnte jetzt. Ah, okay. Ich meine, ich muss den Rasenmäher ja nicht unbedingt auslösen. Aber ich glaube, so ist schon mal besser mit zwei Sonnenblumen als eben. Eben bin ich falsch angegangen. Na kommt schon, gebt mir Sonnenlicht. Gebt mir Sonnenlicht. Gebt mir Sonnenlicht. Jetzt könnte ich doch eine Sonnenblume pflanzen. Aber ich will erst mal gucken, wo der nächste Zombie kommt. Da. Ja, du kannst in den Rasenmäher laufen. Ich muss meine Sonnenblumen schützen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Oh, jetzt könnte ich auch einen Matschkürbis pflanzen, aber nee. Ah, ob jetzt da unten einer kommt, na egal. So, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Und Bums. Und du, naja. Oh. Der muss auch in der Mine laufen. Das hilft ja nichts. Außerdem ist dann egal, dass er seine Zeitung verliert, die er echt falsch rumhält. Ich hab's doch gewusst. Zombies sind doof. Aber naja, sie suchen ja Gehirn, ne? Also das wollen sie zwar fressen, aber sie selber scheinen irgendwie keins mehr zu haben. Noch so ein Zeitungszombie. Naja, jetzt habe ich wenigstens schon mal etwas Sonnenlicht. Ich kann die erste Erbsenkanone schon mal pflanzen. Das gefällt mir, denn die macht ja jetzt wenigstens permanent Schaden, nicht so wie die Mine. Oh, ich hoffe, du kriegst den noch kaputt. Drei,
Oh Gott. Lass meine Sonnenblume in Ruhe, okay. Oh oh. Ja, das war jetzt blöd. Ich hätte das nicht gedacht, dass der Zeitungszombie so zäh ist. Aber da sieht man mal, wie man sich täuschen kann. Und da oben wird das jetzt auch schon wieder knapp. Ich könnte jetzt eine Walnuss pflanzen, aber... Vielleicht schafft meine Erbsenkanone das ja noch, den Platz zu kriegen. Ja, es ist gar nicht so einfach. Muss man sagen. Nur weil es in der Nacht kein Sonnenlicht gibt. War ein Kabot, ja. Ich glaube, ich krieg nicht genug Sonnenlicht für noch eine Erbsenkanone. Wo kommt denn jetzt... natürlich auf beiden Reihen kommt der nächste Zombie. Oh, da ist auch noch einer. Ungünstig! Ja, Mist, ich hätte vielleicht doch noch mehr Reihen Sonnenblumen setzen sollen. Weil die Doppelsonnenblumen, die sind sehr teuer. So. Du wirst aber mit dem fertig und du da unten... Ich glaube, dich muss ich nochmal zermatschen. Ah, das gefällt mir nicht, aber... Oh oh. Zeitungszombie gefällt mir auch nicht. Hätte nicht die erste Runde nur mit ganz normalen Zombies sein können? Hier, falls du... Falls das sonst nichts wird. Jetzt hätte ich aber gerne da unten noch so... So! Oh, oh, gleich kommt die erste große Welle. Naja, wenigstens steht schon mal eine Reihe P-Shooter. Na, kommst du jetzt da raus, du kleine Kartoffel? Ja, sehr schön. Und ich habe wieder kein Sonnenlicht. Na, hier werde ich auf jeden Fall keine 8000 Sonnen sammeln können. Hallo, Mechthild! Guck mal, wir haben Tarnpflanzen in einem Nachtlevel. Ist das nicht wunderbar? So, ich setze jetzt hier einen Stern hin. Schieß doch! Warum schießt der nicht? Jetzt aber. Nur, hier sind natürlich jetzt drei in dieser Reihe. Und nach da schießt der Stern nicht. Egal, ich habe noch einen Matschkürbis. Falls ich den brauchen muss. Was ist denn, wenn ich hier den Stern hinsetze? Schießt du dann den ab? Ja, sehr gut. Also Sterne sind gar nicht so blöd. Geht der noch kaputt? Ja, ich denke es doch mal, oder? Ansonsten, der Stern hier schießt auch nach unten. Ja, gut. Wuhu, ich glaube, die erste Hürde ist überstanden. Ein Rasenmäher musste ich opfern. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das musste ich da, glaube ich, im Taglevel auch, ne? Oh, oh. Oh, oh, die rasenden Zombies. Oh, oh, nicht an meiner Sternfrucht krabbern. So, und dann, ja, da muss ich ein bisschen sparen auf einen Melonenkatapult. Aber das sollte den Zombies dann den Rest geben. Erstmal noch alles mit Sternen vollballern. Wuhu, Sternfrucht! Und Geld. Nö, das läuft doch jetzt ganz gut. Okay, alles klar. Also, man kann das schaffen. Man muss, ja... ein Opfer bringen vielleicht. Und vielleicht hätte ich das gar nicht bringen müssen, aber nun ja. Sicher ist sicher. Gut, die Sternenfruchtreihe steht. Und dann sparen wir jetzt mal ein bisschen. Ich könnte auch erstmal Nüsschen überall hinsetzen. Damit diese dämlichen Zeitungszombies gar nicht so weit nach vorne laufen können, aber... ich habe jetzt noch eine Reihe Melonen. Wenn ich hier die Nüsschen schon hinstelle. Ja, läuft. Gleich kommt eh schon die letzte große Welle. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme. Aber eine Melone, die hätte ich schon gerne eigentlich. Oh, ich könnte die Sonnenblumen aufwerten. Nee, ich glaube, das brauche ich auch nicht. Es war ein bisschen überflüssig. Du kannst eh nicht lesen. Du hast deine Brille schief auf, du hältst die Zeitung falsch rum. Also, wo ist dein Problem, Zombie? Wo ist dein Problem? Ein Sonnenlicht noch? Dann könnte ich eine Melone pflanzen. Ja.
Oh ja, ich habe vergessen, dass in den Grabsteinen ja auch welche sind. Okay, falls doch einer bis nach da vorne kommt, steht deine Mine. Oh. Rasender Zombie ist rasend. Ne, ich glaube, das funktioniert, aber zur Not kann ich die jetzt noch schön zermatschen. Matsch. Oh. Das hat er noch nicht mal beide zermatscht. Aber egal, ich hab's geschafft. Wuhu! So muss das sein. Fein. Erfolge! Keine Pilze unter uns verdient. Ein Nachtlevel abschließen, ohne irgendwelche Pilze zu pflanzen. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.